Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr, dass heute wieder Pavlina Klemm bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Pavlina. Ja, hallo Matthias, danke für die Einladung. Ja, ich freue mich wirklich riesig. Nach so langer Zeit, also gefühlt langer Zeit, wir hatten ja ein Interview zusammen und das war ein großer Erfolg. Also war eine ganz, ganz wundervolle Resonanz auf unser Gespräch. Ich denke, diesmal wird es noch gigantischer sein. Ja, Schön. schön. Da lass uns doch gerne einfach, ich komme ja immer gerne gleich zur Ja, Sache. genau. Lass uns gerne gleich einsteigen. Du sagst, du hast neueste Informationen bekommen aus den Plejaden und ich bin natürlich auch selber total neugierig, welche Ja. Informationen da zu dir gekommen sind. Ja, ich habe mich heute angebunden, bevor wir eben so zu diesem Gespräch gekommen sind. Und die Plejaden, die sind immer so eifrig, gell, mir so viele Informationen zu geben. Und die Plejaden, kann ich so sagen, die machen keine leeren Versprechungen. Also sie geben mir keine Informationen, die nicht stimmen oder die sich auch nicht erfüllen. Und in der letzten Zeit sagen sie mir immer wieder, wir Menschen werden jetzt vorbereitet an die Ankunft der Sternenvölker. Und das ist alles gerade jetzt so spannend, weil heute haben sie mir auch gesagt oder mitgeteilt, dass wir uns gerade in der nächsten Phase der Aktivierung unserer DNA befinden. Also vor 2 Jahren ungefähr, da war die erste Phase, da wurden viele Lichtinformationen ins Wasser gespeichert, in das Element Wasser. Wenn wir das Wasser trinken oder wenn wir schwimmen, wenn wir uns waschen, dann haben wir die Möglichkeit, uns ja ganz automatisch, haben wir automatisch die Möglichkeit, unsere DNA zu regenerieren, zu heilen. Und in dieser Zeit ist es ja noch verstärkt, denn es werden uns die Lichtinformationen von der Sonne direkt geschickt. Also die Sonne wird in der nächsten Zeit sehr große Rolle spielen für uns, für unsere Entwicklung. Und Sonne ist auch wie ein Portal oder ist ein Portal direkt zu der zentralen Sonne unserer Galaxis und dann direkt zu der zentralen Sonne der göttlichen Quelle. Und die Aktivierung unserer DNA geschieht ebenso gerade jetzt in diesen Tagen oder Wochen, also die nächste Stufe. Und wir müssen sozusagen, wir müssen nicht, aber wir sollten eben an diese Ankunft vorbereitet sein. Und wir können eigentlich nur so vorbereitet sein, wenn unsere DNA wieder kristallin wird. Wenn sie sich verändert, wenn unsere Körper, wenn unsere Seele und der Geist wieder zu der kristallinen Netzen und Systemen unserer Galaxis und unserer Erde passt oder passen. Und das verläuft gerade jetzt. Und das hat mir sehr überrascht, denn die Plejader, die sind immer sehr vorsichtig, was die an Informationen geben, damit auch ich nicht sozusagen ja in Gefahr gebracht werde. Aber jetzt Wie in meinst du der, das genau, Pafina? also dass zum Beispiel die dunkle Seite nicht ja mich nicht so energetisch beeinflusst. Aber jetzt in den letzten Wochen sagen sie immer wieder, die Menschheit wird an die Ankunft der Sternenvölker schon vorbereitet. Und es ist nicht nur so, dass die Sternenvölker sich wahrscheinlich schon sehr bald zeigen. Es ist auch so, dass auch die Zivilisationen der Innererde sich sehr bald zeigen. Denn in der Innererde leben natürlich viele Zivilisationen, auch noch von der Atlantiszeit, auch unter Himalayas vor allem.
Und die geben uns immer schon Signale, dass sie sich auch schon an die Ankunft vorbereiten. Also viele Menschen meinen, also wenn sich die ja, Sternenflügel zeigen, dann werden wir natürlich nur oben oder von oben, wenn wir sie beobachten können. Aber wir haben nicht daran gedacht oder viele Menschen haben nicht daran gedacht, dass natürlich auch in der Erde im Erdinneren auch viele Zivilisationen leben und existieren. Und wenn sie dann an die Oberfläche kommen oder wenn sie uns wieder besuchen, dann wird es auch so verlaufen, dass sie mit der Ankunft, es wird sich unser Bewusstsein sofort ausdehnen können und verbinden können mit denen und auch mit den Zivilisationen, die von den Sternen kommen. Deswegen wird jetzt unsere DNA verstärkt vorbereitet und das finde ich jetzt total spannend, was gerade verläuft. Dann haben sie mir auch gesagt, dass viele Menschen, also täglich total viele Menschen, zu der positiven Zeitlinie wechseln. Also viele Menschen, die noch geschlafen haben, viele Menschen, die das Ganze hier nicht geglaubt haben, erinnern sich durch die kosmische Frequenzen, die zu uns immer wieder kommen und strömen. Sie erinnern sich und die Plejade sagen, dass sie und der kosmische Rat und andere Völker, die uns im Hintergrund begleiten, sagen, sie sind mit der Entwicklung wirklich sehr zufrieden. Also die sind mit uns sehr zufrieden, weil die sagen, für uns ist es vielleicht lange Zeit oder wir erleben das als Menschen als lang. Aber sie sagen, in den letzten 2, 3 Jahren ist es wirklich Rekordtempo und wir beschleunigen tatsächlich total schnell. Und sie sagen, dass wirklich viele Menschen sich auf diese positive Zeitlinie schon auf dem Weg gemacht haben. Das ist so schön und wunderbar, denn vor 2 Jahren war das alles irgendwie so trostlos, als es angefangen hat. Aber jetzt ist wirklich, jetzt sieht man, dass viele, viele, viele Menschen wirklich auf dem guten Weg sind und ja, sich erinnert haben. Für uns, wie ich gesagt habe, oder für viele Menschen ist es vielleicht lang, aber sie sagen, wenn man das von außen betrachtet, verläuft das sehr schnell. Und es ist so, dass die Plejada und auch die Lichtwelt und Lichtwesen und alle anderen Zivilisationen, die uns lieben, sie begleiten uns im Hintergrund. Denn sie sagen, wir dürfen uns euch im Hintergrund begleiten, aber die Entwicklung, jeder für sich, muss von der eigenen Kraft machen. Also das geht nicht, dass die uns da befreien. Also jeder muss wirklich diesen Weg gehen und sich den eigenen Geist und die eigene Seele zu befreien. Und wir bekommen sozusagen von hinten auch die Hilfe. Ja, und auch was ich noch spannend fand, habe noch zwei Sachen, dass die Lichtwesen der Innererde sich gerade in diesen Wochen mit den Lichtwesen der geistigen Welt verbinden. Also nach tausenden Jahren der Manipulation verbinden sich diese zwei Welten und dann kommen wieder die hermetische Gesetze zum Schein, also wie oben, so unten. Und wenn sie sich jetzt gerade verbinden, dann können wieder zusammenarbeiten, wie uns Menschen wieder geholfen werden kann. Also die Erde strahlt wirklich von innen wunderschön in wunderschönem Licht. Und gleichzeitig kommt auch noch verstärkt die kosmische Frequenz der Freiheit. Und die zeigt sich als regenbogenes Licht. Und das haben wir auch viele beobachtet. Ich habe gerade heute auf Telegram und andere Kanäle das Foto gestellt, hat mir eine Dame geschickt. Und das war gerade in der Phase oder in der Zeit, wo wir die kollektive Meditation gemacht haben. Und gerade ist das Foto entstanden. Man kann wirklich diese wunderschönen Farben jetzt beobachten und
diese Frequenz befreit noch viele Stellen oder Plätze der Erde. Oder sie zeigt sich eben da, wo eben die Freiheit schon da ist. Ja, sehr schön. Das hört sich wirklich sehr, sehr schön an. Und beim Satz, den du eben ausgesprochen hast, bekam ich auch eine Gänsehaut, was ich nicht häufig bekomme. Also immer dann, wenn die geistige Welt mir bestätigt, dass es so ist, ne? Ja, das habe ich auch immer so. Ja, schön. Ja. Wunderbar. Und es gibt ja auch die Vorhersage, dass es sowas wie eine offizielle Offenlegung von UFOs und Außerirdischen gibt, ne? Ist das das Gleiche? Also Die wie stellst du Sternenvölker, das? ja, ich glaube schon, ja, genau. Also ich bin überzeugt, also die sind eh schon um die Erde herum stationiert. Ich habe auch jetzt gerade die Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mir gedacht, das ist wirklich so, wenn gerade die Aktivierung durch die Sonnenstrahlen, Sonneninformationen verläuft, dann habe ich beobachtet, dass noch teilweise der Himmel bedeckt worden ist, der besprüht wurde. Also die Gegenseite ist noch da und sie probiert natürlich, aber wie alle sagen, ganze geistige Welt, viele, viele Lichtwesen und egal mit wem ich mich unterhalte, sagen alle das Gleiche, dass die positive Seite gewinnt und das sind sozusagen die letzten Versuche, das zu stoppen. Ich habe auch, wenn ich noch erzählen kann oder darf, Gerne, sehr gerne. zu der Gruppenmeditation, was auch spannend war. Ich habe nämlich Auftrag bekommen von den Plejaden. Normalerweise dürfen sie nicht in das Geschehen der Menschen eingreifen. Gell? Also wie ich gesagt habe, sie machen es im Hintergrund und wir müssen das sozusagen aus eigener Kraft, also das Bewusstsein Entwicklung schaffen. Aber jetzt habe ich gesehen, wie viele Menschen schon bereit sind für diesen Weg. Die haben mich nämlich, die Plejade dazu aufgefordert, im Oktober, nicht vorher und nicht danach, das musste direkt im Oktober geschehen, dass ich größere, liebevolle Menschen mit offenen Herzen zusammenbringe, mit der gleichen Absicht. Und es wurde mir gesagt, wenn wir gemeinsam wirken, wenn wir uns gemeinsam fokussieren auf eine schöne Sache, dann können wir im kollektiven Feld dauerhaft einen Quantensprung machen. Und ich habe das Team vom Channeling-Kongress angesprochen und mein Verleger und viele andere Veranstalter. Und wir waren dann tatsächlich, haben sich über 10.600 Menschen angemeldet und dabei saßen noch viele Menschen vom Bildschirm oder haben in der Stille gearbeitet. Und wir waren vielleicht 13.000, 14.000 an diesem Abend. Und ich kriege jetzt genauso wieder Gänsehaut. Ich habe gedacht, das ist so wundervoll, wie viele Menschen schon dabei sind, wie viele Menschen die gleiche Absicht haben, positive Absicht haben und wie viele Menschen schon die Herzen geöffnet haben. Und ja, also es bestätigt nur, dass wir alle auf dem guten Weg sind. Ja, absolut. Also ich habe das, fühle es auch ganz deutlich. Also ich fühle das so seit, ich kann nicht genau den Zeitraum sagen, aber es war auf jeden Fall im Frühling, Sommer oder vielleicht Frühsommer dieses Jahr, habe ich also einen ganz großen Shift gefühlt. Und plötzlich dieses Gefühl, was ich mein ganzes Leben lang hatte, dass so eine starke, also ne, dass von der dunklen Seite aus eben eine, wirklich eine starke Bedrohung ausgeht. Und seitdem ist dieses Bedrohungsgefühl ist komplett weg. Das erste Mal in meinem Leben. Und seitdem fühle ich das so, also natürlich kriege ich auch die Informationen aus der geistigen Welt, aber ich fühle das auch so, dass diese dunkle Seite längst verloren hat und die Energie ist einfach nicht mehr da, ne? Also klar, ich sehe noch Chemtrails und die ganzen Aktivitäten, ne, und Massenmedien, das ist alles, es wirkt alles noch, aber die Kraft, die Macht ist nicht mehr da. So nehme ich das wahr. Ich auch.
Ich auch. Und es ist auch so, dass die menschliche Seele jetzt wirklich dadurch, dass jetzt viele dunkle Dimensionen oder niedrig schwingende Räume jetzt nicht mehr da sind, dann kann sich die menschliche Seele wirklich ausdehnen und sich mit den lichtvollen Räumen wirklich im Augenblick verbinden. Und sie bekommt mehr Kraft, mehr Licht, mehr Intuition. Wir sind jetzt so, wir sind mehr verbunden. Wir spüren das alle, gell? Oder wir denken, das haben wir auch früher so gehabt, dass wir an die Menschen gedacht haben und dann haben sie sich bei uns gemeldet. Aber jetzt geschieht es wirklich im Augenblick. Oder wir wissen, ah, wir begegnen jetzt diesen Menschen und 20 Schritte weiter ist er da. Oder wenn wir was denken, kann das der andere sofort empfangen, gell? Weil das ist jetzt alles verbunden und wir spüren jetzt in dieser Zeit ja die richtige Verbundenheit und es wird noch besser, nicht nur die Verbundenheit zwischen den Menschen, sondern auch die Verbundenheit mit der Lichtwelt, der geistigen Welt und der Innererde. Also das wird jetzt wirklich, glaube ich, alles magisch. Ja. Und was sagen die Plejadier? Sagen die, dass es wirklich, dass es alle Menschen auf dieser Erde in diese Energie kommen oder dass es nur ein Teil ist? Es kommen nicht alle. Also das ist jeder, das kommt immer so drauf an, welche Abmachungen die Menschen in der geistigen Welt gemacht haben, bevor sie zur Erde gegangen sind. Also es werden nicht alle, alle werden nicht gehen. Ja, also alle, das geht nicht. Ja, die Informationen habe ich auch so bekommen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die 3D-Ebene gehen, ne? Nehmen wir mal die Ebene von Politik, von Wirtschaft, von Ukraine-Krieg, Krisen, Wirtschaftskrise, Geldentwertung, Inflation, ne? Was haben die Plejadier dazu auch was gesagt? Also die sagen, das ist teilweise auch zu der karmischen Reinigung oder zu der karmischen Angelegenheit der Menschheit gehört. Und sie sagen natürlich, die haben das schon vor ein paar Jahren gesagt, es werden Systeme zusammenbrechen, damit neue Systeme aufgebaut werden können. Die Systeme, die auf so niedrig schwingender Basis da sind, die werden es nicht überleben. Da sehen wir schon jetzt diesen ganzen Chaos und ich glaube, das ist eigentlich erst der Anfang. Das ist jetzt der erste Anfang. Also wirklich komplette Reinigung. Also das wird, glaube ich, alles ja nochmal angeschaut, ob die Systeme tatsächlich den Menschen dienen oder nicht dienen, was nicht dient, was nicht mehr dient, wird wirklich auseinanderfallen. Und da sehen wir jetzt, wie viele neue Organisationen, wie viele neue Kollektive jetzt entstehen, wie viele Menschen sich jetzt zusammentun. Also das ist jetzt alles so noch so chaotisch, aber das muss ich erstmal alles zusammenfinden. Aber ich glaube, das ist halt notwendig, dass das was das Neues entstehen kann. Und wir müssen das, wie ich das auch gesagt habe, also wir müssen durch diesen Geburtskanal, sage ich mal, aus eigener Kraft kommen. Wenn wer das nicht aus eigener Kraft schafft, dann hat er auch wenige Chancen in der neuen Welt, dann ja, in voller Kraft zu leben, zu existieren, zu wirken. Das ist alles so wie in der Natur. In der Natur, ja. Ja, und, ne, und wenn man jetzt also wirklich noch komplett an diesem Materialismus, Ja. an diesen alten destruktiven System festhalten will, dann ist es natürlich auch nicht möglich, in eine ganz andere Dimension oder in eine neue, freie, Ja. gesunde, hochschwingende Welt zu kommen, ne? Ja, genau. Das geht nicht. Und wenn man das auch in kleinen Rahmen zum Beispiel anschaut, ich habe vorgestern auch mit den Plejadern geschrieben und die geben uns auch immer so ganz einfache Tipps, gell? Sie sagen, in kleinem Rahmen könnt ihr zu Hause schon anfangen auszumisten, die Sachen, die euch mit der 3D-Ebene verbinden.
die zum Beispiel negative Erinnerungen oder negative Erinnerungen in sich tragen oder unsere Erinnerungen oder die Sachen, die wir überhaupt nicht mehr brauchen, die uns einfach nur blockieren. Sie sagen, jeder sollte bei sich selbst anfangen, zu Hause anfangen und ausmisten, was nicht mehr dient, was niedrig schwingt, damit die neue Energie reinkommen kann. Sie sagen erstmal bei uns selbst und wenn wir bei uns selbst anfangen, dann kann das weitergehen, gell? Ja, das ist Ja. ein toller Tipp. Ja. Und was sagst du den Menschen, die jetzt einfach aufgrund der, ne, der Turbulenzen, in denen wir uns gerade befinden, Angst haben, ne? Also Angst haben um ihren Beruf, ihre Zukunft, ihre Finanzen oder ob, wie sie überhaupt ihre Rechnungen bezahlen können oder Ja. möglicherweise ihr Haus verlieren, weil die Zinsen erhöht wurden, ne? Also all diese Ja. Dinge. Was kannst du den Menschen sagen? Wie sollen sie mit diesen Dingen umgehen? Ja, ich weiß, dass es diesen Menschen manchmal dass es schwer ist, denen einen Rat zu geben, weil die sind halt in diesem Gedankenkarussell, gell? Ich weiß, dass es auch schwierig ist, denn einfach sagen, vertraue, dass alles gut wird. Aber es bleibt auch nichts anderes, als zu vertrauen. Wenn man vertraut, wenn man Dankbarkeit dafür spürt, was man zum Beispiel bis zu dieser Zeit erreicht hat, was man bekommen hat, was man besitzen darf. Dann diese Dankbarkeit verbindet uns natürlich mit unseren Lichtwesen und die geben uns noch mehr, wenn wir das möchten. Ja. Wenn wir in der Dankbarkeit sind, im Vertrauen, dann haben wir überhaupt kein Problem. Also wir haben uns vorher auch kurz unterhalten, dass wir das Gefühl haben, dass wir auf dieser positive Zeitlinie jetzt Ja. sind. Und ich weiß, dass uns einfach nichts passiert. Wir sind so beschützt, wir sind so begleitet, wir bekommen so viel Hilfe. Aber diese Menschen sind ebenso wegen der Angst so verunsichert. Deswegen müsste man wirklich die Gedanken umzuprogrammieren, gell? Ich erzähle das auch sehr oft. Ich bin im Kommunismus aufgewachsen. Ich kam auch voller Angst und ich musste auch an mir aber arbeiten. Mein Leben war auch nicht immer so, wie vielleicht jetzt ist. Aber ich habe auch an mich selbst gearbeitet. Ich habe meine Gedanken immer wieder gereinigt und ich habe das auch geschafft. Und ich sage mir, ja, wenn ich das geschafft habe, dann können das die anderen auch schaffen. Aber es ist immer so, ob die Menschen überhaupt das wollen. Es geht immer um die Entscheidung, Genau, um das genau. zu wollen. Weil ich habe eines Tages entschieden, weil ich habe so viele Dramen in meinem Leben gehabt. Wir waren auch damals über die Politik auch schon so verängstlich und voller Ängste und wir haben Angst, was zu sagen überhaupt. Denn meine Eltern haben immer gesagt, sag das nicht, weil wenn du was Schlechtes sagst, dann könnte passieren, dass wir in Gefängnis müssen. Und wir waren immer in so einer Angst und ich musste auch so viel bei mir ändern. Und wenn man so viel Negatives erlebt, dann kann man vielleicht wie ich eines Tages entscheiden und der geistigen Welt so offiziell sagen, ich entscheide mich jetzt für meine Freiheit, ganz offiziell. Ganz offiziell entscheide ich mich für die Freiheit. Und so habe ich das gemacht und dann habe ich gesehen, wie viel Hilfe ich Schritt für Schritt bekomme. Es ging natürlich nicht auf einmal, aber Schritt für Schritt habe ich diese Begleitung der geistigen Welt gespürt und gefühlt. Und dann habe ich immer mehr und mehr an Sicherheit bekommen und so habe ich mich da auch sozusagen frei gemacht. Aber da muss wirklich jeder von der eigene Kraft, auch wenn wir natürlich
so viel Hilfe bekommen, gell? Von der Ja. geistigen Welt, von der Ahnen. Ja, genau. Also es braucht wirklich eine klare Entscheidung. Und viele Menschen wollen diese Entscheidung nicht treffen, ne? Also wollen nicht die Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Und es ist halt bequemer zu sagen, ne, die äußeren Umstände sind schuld und Politiker sind schuld und so weiter. Aber es ist wirklich, ja, in die Kraft gehen heißt auch wirklich die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Und dann auch zu schauen, was kann ich verändern und wie kann ich mein Leben so gestalten, dass es eben mich weiterbringt und dass ich mich weiterentwickle und dass ich in eine höhere Schwingungsenergie komme. Und was ich auch noch ganz wesentlich finde, ist, wir kommen ja, ne, du bist im Kommunismus aufgewachsen, wir kommen ja, ich bin im Kapitalismus aufgewachsen, waren ja beides extrem materialistische Systeme, weil also Spiritualität keinen Platz hatte, ne? Und diese materialistischen Systeme, die sind ja, die haben ja den einzigen Fokus auf die Materie, also auf das Außen, ne? Also das heißt, das Besitzen von materiellen Dingen ist halt das, was die Menschen in diesem alten System glücklich gemacht hat. Natürlich nicht glücklich gemacht, aber der Glaube war da. Das macht glücklich, ne? Und jetzt ist es auch wichtig, dass wir erfahren, dass das Glück nicht von diesen äußeren Dingen abhängt, sondern dass das Glück wirklich ein innerer Zustand ist. Und das ist eine, ja, mit unserer Verbundenheit zu uns selbst, zur Erde, zu anderen Menschen, dass es davon abhängt, ob wir glücklich sind oder nicht. Und dass wir mit ganz wenig materiellen Dingen total glücklich sein können. Ja, genau, weil ich bin auch gerade beim Ausmisten wegen dem Umzug. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin kein Mensch, der viel sammelt. Aber trotzdem habe ich Sachen, die ich wirklich wegschmeißen kann, weil ich sie einfach nicht mehr brauche. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo unterwegs bin, bei meinen Seminaren oder Kongressen, dann habe ich meinen Koffer dabei und dann sage ich es mir, eigentlich reicht mir der Koffer auch. Ich brauche eigentlich nichts anderes. Die paar Sachen reichen eigentlich, weil man ist mit sich selbst glücklich, gell? Aber was wir uns vorher noch unterhalten haben, was den Menschen helfen würde, das sage ich jedes Mal, die sollen in die Natur gehen. Denn das ist auch, was du oder dein Fokus, gell, was du auch Buch darüber hast du geschrieben. Wenn man in der Natur ist, dann ist man wieder mit sich selbst verbunden. Und das ist halt, wenn die Menschen immer nur im Handy sind, wenn die immer Fernsehen schauen, die Nachrichten, dann kommen die einfach nicht raus aus diesem System, aus diesen Wellen, aus dieser Schwingung. Aber wenn sie draußen sind, dann kommen sie wieder zu sich. Und jetzt haben wir noch sogar von der Innererde so viel Licht, nicht nur von oben, sondern von der Innererde, auch von der Natur, von den naturreichen. Also wenn man draußen ist, dann kann man sich am schnellsten erinnern, wer man eigentlich ist. Genau, und du hast ja auch gesagt, ne, dass die Sonnenenergie sich verändert hat, dass das Wasser eine neue Information enthält. Wenn ich zum Beispiel im Meer schwimme, dann bitte ich immer Mutter Ozean, mich zu reinigen, mich zu heilen. Ne? Und das natürlich, wenn wir das noch mit unserem Bewusstsein und mit unserer bewussten Absicht verbinden, dann ist es natürlich noch machtvoller. Alles, was wir bewusst machen, wird noch, wie du sagst, machtvoller. Ja. Ja, sehr schön. Schön. Klasse. Schön. Es ist auch schön, dass heute 1.11. ist. Das Video kommt wahrscheinlich dann später raus, aber so schöne Datum. 1.11.22, also schöne Zahlen. Ja, das stimmt. Der Ja. 1 ist Neuanfang und das passt auch zu diesem Video, denn wir bekommen immer wieder so, oder sind wir auf einem guten Weg zu den guten Dingen. Ja, und das ist wirklich ganz interessant, dass also ich bekomme ja natürlich die sehr ähnliche Informationen auch von meinen geistigen Lehrern, aber auch schon seit vielen Jahren. Und gleichzeitig fühle ich das natürlich auch, ne, dass es wahr ist. Und ich weiß natürlich, dass es für Menschen, die einfach nicht auf dieser Schwingungsfrequenz sind, ist es schwer. Ne? Also es ist schwer, das zu fühlen, weil man kann es ja nur fühlen, wenn man auf einer bestimmten Schwingungsebene sich befindet. Ne? Und hast du noch eine Inspiration oder deine, ne, deine Lehrer aus den Plejaden, Inspiration,
was die Menschen tun können, um wirklich auch, dass diese, ja, also auch Dass diese die goldene daran kommen. Zeitlinie, diese Möglichkeit, die jetzt da ist, auch wirklich in sich zu fühlen. Also ich erlebe das jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Seminare oder Ausbildungen mache. Die sind immer so in bestimmten Abständen, gell? Und wenn ich dann die Menschen zum zweiten Mal sehe, dann sehe ich, wie sie sich verändert haben. Also ich sehe, dass sich das Bewusstsein ausgedehnt hat. Und man muss nicht direkt zum Seminar kommen. Es ist auch die Möglichkeit, die Plejada machen für uns umsonst. Jeden Montag diese Übertragungen, die 20 Minuten von 21 Uhr bis 21:20 Uhr Ortszeit. Und in diesen 20 Minuten, ich mache auch immer mit, kann sich der Mensch zumindest für diese 20 Minuten mit den höheren Bewusstseinsdimensionen der Plejada oder der geistigen Welt, man kann sich verbinden, man befindet sich in dieser Ebene, in dieser Schwingungsebene. Es reichen auch diese 20 Minuten, dass der Geist und die Seele und die Zellen in sich einspeichern, diese Frequenzen. Und ich habe schon so viele E-Mails und so viele Briefe, Nachrichten bekommen, auch was diese 20 Minuten mit den Menschen ausmachen. Oder ich organisiere alle 2 Monate ungefähr Meditationsabende, wo sind nicht nur Meditationen, sondern es sind heilende Meditationen. Und es kommen jedes Mal die Plejada dazu. Und die Menschen erinnern sich einfach, sie erinnern sich an ihr Licht. Das Bewusstsein wird mit den Plejadern oder mit den geistigen Wesen verbunden und die Herzen öffnen sich, der heilige Raum öffnet sich. Und die Menschen wissen nach einiger Zeit, wer sie sind. Also man kann auch diese ganz einfache Mittel dazu nutzen. Also die helfen uns so gerne. Und die 20 Minuten sich hinzulegen jeden Montag oder ab und zu kostet nichts, ist angenehm und man heilt dabei und ist man mit denen verbunden. Das machen schon seit Jahren. Ja, das ist auch eine wundervolle Gelegenheit. Ja. Ja. Sehr schön. Ne? Oder auch na, sich ganz bewusst in die Sonne zu legen und mal ganz bewusst darum zu bitten, ne, dass die Sonne uns reinigt, dass sie uns mit Energie auflädt, dass sie unsere Schwingung erhöht. Ne? Mit dem Wasser können wir das Gleiche machen. Das Ja. heißt, wir müssen uns einfach nur dafür entscheiden und die Ja, Geschenke, die genau. da sind, Wir haben die schon immer alles da. kostenlos für uns da sind, einfach bewusst nutzen. Ne? Ja, wir haben eigentlich schon alles da, gell? Und die Plejada sagen auch, wir Menschen denken zu kompliziert, beziehungsweise wir würden dazu erzogen, kompliziert zu denken. Es ist vieles ist einfach. Die ganz einfache Methoden oder Heilmethoden helfen uns. Und sie sagen, in der Zukunft werden wir durch Klang und Farben heilen. Wir brauchen nicht mehr. Denn die kosmischen Frequenzen, sie haben immer Klang, Ton, Farben, Vibration und geometrische Formen in sich. Also es ist genauso, wie du sagst, man legt sich in die Sonne und schon sind wir mit Universum verbunden. Ja. Also wir denken wahrscheinlich zu kompliziert. Das Allerwichtigste ist die Entscheidung, dass wir die Heilung überhaupt annehmen. Genau. Ja, und wenn all das, ich habe mal auch eine Botschaft vor vielen Jahren auch aus der geistigen Welt bekommen, dass wenn man einen tiefen Herzenswunsch in sich trägt, dann nur deswegen, weil die Seele weiß, dass es ein Ereignis ist, ne? Also, oder dass dieser Herzenswunsch sich in der Zukunft erfüllen wird, weil sonst hätte man diesen tiefen Herzenswunsch nicht in sich. Ja, und das fand ich auch wirklich total schön und total berührend, einfach das zu wissen, dass es kein Zufall ist, wenn wir uns nach etwas sehnen, nur deswegen, weil das sich ereignen wird. Ne? Genau, weil eigentlich schon der energetische Abdruck von diesem Wunsch schon existiert. Und es ist auch so, wenn wir zum Beispiel in der Sonne liegen, dann sind wir mit der göttlichen Sonne auch oder mit der göttlichen Quelle verbunden.
Und in der göttlichen Quelle befinden sich alle absolut vollkommenen energetischen Abdrücke von uns. Also, und die können wir durch das offene oder reine Herz zu uns holen. Denn wenn wir in der Dankbarkeit sind, die Dankbarkeit ist der Schlüssel. Wenn wir in der Dankbarkeit sind, dann öffnet sich der heilige Raum des Herzens und der heilige Raum des Herzens ist dann fähig, diese göttliche Abdrücke zu sich ununterbrochen zu holen. Also, es ist wirklich einfach. Wir müssen halt die Gedanken zu kontrollieren und ja, von diesen ganzen niedrig schwingenden Mustern raus und uns an das Essentielle konzentrieren und dann geht es nach und nach. Denn in dem heiligen Raum des Herzens befindet sich auch freie Energie, auch wenn das ist winzig kleiner Raum, aber es befindet sich da freie Energie und die freie Energie verbindet uns mit der freien Energie da außen. Und auch mit den allen energetischen Abdrücken der göttlichen Quelle. Und ja, es wird alles spannend. Also der Mensch und die Materie entwickelt sich. Wir sehen das bei uns. Also es ist auch körperlich manchmal anstrengend oder man braucht auch mehr Schlaf oder weniger Schlaf. Oder man hat bestimmte körperliche Symptome, aber das gehört auch zu der Veränderung. Ja, es ist wirklich spannend, wie sehr sich das Bewusstsein, also wie schnell es sich letztendlich doch entwickelt hat, ne? Also wenn ich mir das so überlege, weil ich bin ja auch schon beschäftige mich seit, naja, seit knapp 40 Jahren eben mit Spiritualität und Bewusstsein und alternativen Lebensformen und so weiter. Und das war damals halt nur ganz, ganz vereinzelt, ne? Und heute sind so Sachen wie Meditation oder vegane Ernährung oder dass wir solche Sendungen, also wenn man vor 10 Jahren solche Sendungen gemacht hätte, dann hätten ein paar Leute sich das angeschaut, ja, aber nicht so viele, nicht solche Massen, ne? Das heißt, es ist wirklich, dieses Bewusstsein ist wirklich in die breite Masse gegangen in den letzten Jahrzehnten. Und das ist wirklich eine sehr faszinierende Entwicklung. Ja, das stimmt. Und auf jedem Kontinent sind die Sternenzarten, gell, oder die Menschen mit dem, ja, mit dem Herzen, was leuchtet und das verbindet sich. Das Licht hat natürlich die Fähigkeit, sich zu verbinden, sich zu multiplizieren und so werden auch viele Dimensionen gereinigt, die wir noch nicht wahrnehmen. Also durch das eigene Licht wird unsere gesamte Realität geheilt und gereinigt. Und wenn vielleicht ist auch noch wichtig, was ich bei jedem Seminar sage, dass wir ab und zu im Hier und Jetzt sein sollten. Denn wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann sind wir fähig, uns mit allen Seelenanteilen, die zu uns gehören, zu verbinden. Im Hier und Jetzt hat die Seele diese Kraft, sich mit allen zu verbinden, mit allen Seelenanteilen, die auch in anderen Menschen vielleicht gerade sind oder auf anderen Planeten oder im menschlichen Himmel. Dem Hier und Jetzt heilen wir nicht nur selbst, sondern auch die anderen. Und dann geht den anderen auch besser. Also das ist alles, das tut sich alles multiplizieren. Alles, was wir machen, macht Sinn, nicht nur für uns, sondern auch für die anderen. Ja, genau, weil das alles, was wir tun, ne, was wir denken, fühlen, aussenden, all das geht ja in das Feld, ne? Genau. Das ist eine Und Information, die wiederum das gesamte Feld verändert. wir sind sozusagen durch die galaktische Systeme oder durch diesen Bewusstseinsdatenbank oder Bewusstseinsdatenmatrix verbunden. Das sind so Kreisformen, die schauen wie so Blume des Lebens aus. Also deswegen ist es so wichtig, wieder diese Signatur zu benutzen, denn wir sind durch Kreise verbunden
untereinander und auch mit der Signatur des Universums. Und alles, was wir aussenden, wird in diese Daten oder diese Systeme, wird alles gespeichert, das wird alles übertragen. Also egal, was wir denken, es wird immer eingespeichert in diese Felder oder in diese Signaturen. Und durch diese Signatur, dadurch, dass wir alle verbunden sind, ist es eben wichtig, jetzt was Positives zu speichern und auszusenden. Denn alles, was wir aussenden, bleibt irgendwo, geht. Das geht nicht irgendwie verloren. Das bleibt in diesen ganzen Systemen und in diesen Feldern. Deswegen ist die Gedankenhygiene sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Ja, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und Ja. gleichzeitig wird ja auch sehr viel jetzt auch befreit und gereinigt, ne? Weil wenn man sich überlegt, es ist ja auch sehr extrem viel Negativität auch auf diesem Planeten entstanden in den letzten Jahrtausenden. Ja. Und das muss natürlich auch wieder befreit und gereinigt werden. Ja, weil die Manipulation wirklich sehr, sehr stark war. Aber Gott sei Dank, im Hintergrund haben wir viele Helfer. Wir sind nicht alleine. Und wenn man eben so im Hier und Jetzt ist oder in der Natur, dann spürt man, dass man nicht alleine ist, dass man verbunden ist. Und ja, dass man wirklich vom Kollektiv, wenn man sich positiv verbindet, dass man vom Kollektiv wirklich viel Kraft schöpfen kann. Denn das wird in der nächsten Zeit auch auf uns zukommen, dass wir von diesen Einzelgänger-Denken auch rausgehen müssen. Natürlich braucht jeder von uns die Auszeit, das ist was anderes. Aber wir sollten wieder dran denken, dass das Kollektiv und die positive Kraft des Kollektivs uns wirklich ganz großartig helfen kann. Dass wir wirklich ganz große Kraft haben. Die Plejade sagen auch immer wieder, die Menschen, also die Menschen sind dafür bekannt, auch unter anderen Außerirdischen, dass die Menschen ganz starke Manifestationskraft haben. Eben durch den heiligen Raum im Herzen. Also das Herz, sagen sie, ist auch ein Phänomen. Sie sagen, dass sie die Menschen so gerne beobachten, weil die Menschen so schön strahlen und jeder Mensch ist sehr große Manifestation fähig. Bloß wir haben das vergessen, oder? Wir wurden eben von dieser Kraft abgetrennt. Und jetzt kommen wir eben dazu, uns zu erinnern. Und das Herz und die Dankbarkeit sind eben die Schlüssel dazu. Da kommen wir nicht einfach herum. Das ist das, wenn wir uns auf dieser Ebene wieder ja, begegnen, dann haben wir wirklich alle Möglichkeiten und wir können alles erreichen und dann bekommen wir wirklich nur Geschenke vom Universum. Wir sind einfach dann auf der guten Seite. Ja, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben möchtest? Noch mitgeben. Ich würde sagen, dass jeder in die Selbstverantwortung gehen sollte oder könnte. Jeder für sich sollte ja die Verantwortung übernehmen für sein Leben, für seine Gedanken. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch den anderen geholfen und haben wir sozusagen die Verantwortung auch ja über ein Schicksal der Menschheit übernommen, denn wir sind alle verbunden und alles wird in diesem kollektiven Feld gespeichert. Sehr, sehr schön. Ja, es ist einfach schön, einfach nur die Energie zu fühlen, die durch dich durchkommt. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Danke auch, danke für die Einladung. Und wir Ja, sehen uns bestimmt mal wieder. auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir und wir freuen uns natürlich über euer Feedback, über eure Unterstützung, und
Wenn euch unser Gespräch gefallen hat, dann teilt es gerne auf allen Kanälen, damit noch viele, viele Menschen von diesen so wichtigen Botschaften und natürlich auch von dieser Energie erfahren und sie auch selber fühlen können. Ja, und danke für eure Unterstützung. Alles, alles Liebe. Danke, liebe Pfafflina. Danke auch Bis und ganz liebe bald. Grüße an alle. Ja, tschüss. Ciao, Bis ciao. bald. Ciao. Ciao, ciao. Hallo, ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.